So, das ist die erste Bonuswelt von 2 oder Geheimwelt oder Extrawelt oder wie auch immer. Hätte ich fast vergessen. Egal. Ist noch eingefallen zum Glück. Deswegen mache ich sie jetzt. Und im Original Doom 2. Ja, Doom 2. Oder was auch in Doom 1. Keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall in Doom 2. Und da war das ein Nachbau einer Wolfenstein 3D Map. Also mit der Doom Engine eben. Und in der ersten Version, oder auf jeden Fall in der nicht deutschen Version, war da auch ein Hakenkreuz dabei. Aber in der Map ist kein Hakenkreuz, in der Map ist kein Gegner. Ja, einfach nur Langeweile. Es gibt halt mal einen richtigen Weg, das Tor zu öffnen, um hier rauszukommen. Nein, man muss über die Mauern springen. Was wir natürlich ohne Schaden überleben. Warum auch immer. Sonst erleiden wir nochmal Schaden, wenn man runterfällt. Aber egal. Und wir brauchen nur noch den gelben Schlüssel. Der ziemlich einfach zu bekommen ist, da ja niemand da ist, der uns auffällt, ihn mitzunehmen. Dazu legen wir einfach ein paar Schalter um, warten, bis die komischen Mauern da runterfahren, legen noch ein paar Schalter um, yeah. Man merkt, sehr spannend diese Welt und so gut wie fertig. Ja, fehlen nur noch ein paar tausend Gegner. Ja, dann kann man es als fertig bezeichnen. Naja, kurze Doom-Map eben. So, und jetzt laufen wir einmal um das Schloss herum, oder ja, den winzigen Bereich eingerahmt von riesigen Mauern und einem Tor, das man nicht aufbekommt. Ja, so viel Zeit haben wir nicht, komm. Schnell beenden jetzt. Wir warten durchs Wasser und wir sind fertig. Sehr spannend die Map. Ja. Na, fast die exzellente Zeit geschafft. Ja, fast. Naja, mal. Nicht so richtig, bringt eh nix. So, und schnell noch die zweite Secret Map oder Bonuswelt oder wie auch immer man sie nennen möchte. Die habe ich noch nicht angespielt, das heißt, hier ist wieder blind. Gut, also nur mal kurz den Anfang angeschaut und dann ganz viele Gegner gesehen und dann habe ich auch irgendwie wieder aufgehört. Game saved, jawohl. Und da kamen gleich welche, ja. Und bei mir kackt gerade die Framerate rum. Warum, warum, warum? Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die gleich wieder aufgehört hab. Geh doch weg. Geh doch weg. Geh doch weg. Genau deswegen. Okay, wir brauchen größere Waffen. Größere Waffen. Wir brauchen die krassen Kanonen. Und es ruckt jetzt total. Warum ruckst du so? Und wir brauchen. Ja, wechsel halt die Knarre! Mensch. Und wir töten alle mit der Plasma Gun. Und hoffen, dass unsere Munition reicht. Was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Denn jetzt kommt es auch noch von hinten, sehr schön. Ich habe mich schon gelangweilt, dass wir nur von vorne kommen und so. Gedacht, boah, ist das langweilig, ey. Ihr kommt ja nur von vorne, ey. Voll langweilig. Aber nein, sie kommen auch noch von hinten. Dann wird ja die Sache wieder spannend. Und von der Seite kommen sie und sie schießen mit Raketen auf uns und mit Feuerbällen und. Boah. Das war irgendwann mal wieder auf und willst du mal auf die Plasma Gun wechseln? Oh, komm! Wie viel sind denn da noch? Ja, den wollte ich jetzt nicht töten, das war Verschwendung. Oh, und ich habe keine Plasma Gun? Oh nein! Na gut, dann eben Raketenwerfer! Schönheitsoperationen heute gratis.
zwei zum Preis von einer. Oder speichern wir lieber erstmal. Oh, hören die ja irgendwann wieder auf. Wie könnte es doch... Kann nicht mehr sein. Kommen denn die alle her? Aus der Hölle. Oh, komm! Platz auf! Ich brauche mehr Munition, glaube ich. Viel mehr Munition. Was wollt denn ihr alle von mir? Was habe ich euch denn gemacht? Bloß weil ich euch die Hölle ausgelöscht habe oder was? Ist ja schlimm. Boah, geil. Wir sind bei der Gatling Gun angekommen. Da kommen immer noch Gegner. Ich bin immer noch irgendwie im Stadtraum, oder? Oh, ich sehe noch mehr Gegner. Genau was ich brauche, noch mehr Gegner. Das Einzige, was jetzt noch besser werden kann, ist doch ganz viel mehr Gegner. Und ich habe noch Raketenwerfermunition. Warum benutze ich die nicht? Weil ich blöd bin. Gutes Argument. Toll. Nicht mal die Kettensäge habe ich. Aber ich bin eh tot. Und ich würde sagen, ich laufe einfach mal raus. Und ach du heilige Scheiße! Na. Yes. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Okay, Moment, wir machen das. Was machen wir jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich sterbe, sobald mich irgendwas trifft, jetzt ganz toll. Ganz toll habe ich gespeichert. Besseren Speicherpunkt hätte ich mir nicht suchen können und ich habe wieder Grafikfehler. Ach. Habe ich einen neuen Grafiktreiber installiert, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ich glaube, es ist eher noch schlimmer geworden. Naja, Framerate ist auf dem gleichen Niveau. Naja. Komm! Fickt euch ins Knie! Da, du kriegst das und ihr kriegt das. Speichern. Wo ist der fette Fettsack? Fieser Fettsack, komm raus! Wo kommt das denn jetzt her? Oh. Jetzt aber. Ja, jetzt trifft er mich. Und... Ach komm, ich war doch schon wieder drin. Oh, wie ich's hasse. Das ist Schwierigkeitsstufe 2 übrigens immer noch. Ist er tot? Ist er tot? Sag mir, dass er tot ist. Sag mir, dass er tot ist. Ist er tot? Er ist tot! Ich bin auch tot! Yeah! Und da ist noch einer. Na toll. Genau, was ich mir gewünscht habe. Noch mehr Gegner. Weil es noch nicht genug sind. Geh weg. Okay, speichern. Und was zur Hölle ist da draußen los? Aha. Ich kann mich selbst in die Luft sprengen, da brauche ich dich nicht dazu. Bin viel besser als du, ey. Du Arschloch. Kannst du dich klopfen, bevor du bei mir vorbeischaust? Naja, ich kann auch super toll vorbeischießen. Oh. Null, 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 null. Soll ich die Gegner jetzt totschlagen oder was? Oh.
Okay. Laufen. Laufen. Schnell und weit. Nur wohin? Wohin? Und oh Gott. Ach du Sch. Was ist das für eine Welt? Welcher bescheuerter Vollidiot hat sich das ausgedacht?